Ah, Bruder, das müssen wir gucken. Das müssen wir gucken. Ey, ich habe das gestern im Bett schon gesehen und ich habe das auch gescreenshottet, weil ich ganz genau wusste, wir werden uns das safe im Stream angucken. Und zwar, ihr wisst doch, Insolito lädt Videos hoch, mit wo es wirklich mysteriöse Fälle gibt, die einfach bis heute nicht geklärt wurden. Und es gab einen Fall, den wollten wir uns im Stream angucken, aber ich habe gesagt, ich habe den schon geguckt. Deswegen ist es unnötig, wenn wir uns den anschauen, weil ich weiß ja schon, was da passiert so. Und jetzt habe ich mir überlegt, und jetzt kommt's, es ist ein neues Video hochgekommen, und zwar zu dem Fall. Matej Peris Videoaufnahmen zeigen seine letzten Spuren oder irgendwie sowas. Und das ist vor 3 Wochen online gekommen. Und jetzt ist vor einem Tag ein Video online gekommen. Video zeigt, Matej Peris war nicht alleine. Das heißt, es gibt noch mehr Videoaufnahmen, die anscheinend davor noch nicht kontrolliert wurden oder noch nicht gesichtet wurden. Deswegen, das kann sehr, sehr interessant werden. Ich erkläre euch nur ganz kurz in Kurzfassung, was da ungefähr passiert ist. Vielleicht wird das auch im Video gleich nochmal erwähnt. Das war ein Typ, der war auch mit seinen Kollegen in einer Bar. Die waren feiern und seine Kollegen saßen draußen am Tisch. Er ist dann aufgestanden und hat dann gesagt, ey, ich gehe nochmal drin ein bisschen feiern und dies und das. Ist dann aber nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, er war dann am Ende des Tages nicht mehr im Club, sondern er war verschwunden. So. Und dann gab es Videoaufnahmen, die quasi gezeigt haben, wo er zu einem Taxi läuft, wo er eine Straße lang läuft. Und dann gibt es noch eine andere Aufnahme, die 2 Kilometer entfernt von seinem Stand war, wo er auch gelaufen ist. Und dann wurde er quasi zuletzt an einem Ufer gesichtet. Und das waren so ganz mysteriöse Sachen, wo man sich denkt, hey Bruder, was ist da passiert am Ende des Tages? Man weiß ja nicht, lebt er nicht, was ist da genau passiert? Und jetzt gibt es anscheinend wohl eine heiße Spur. Ein Mensch verschwindet einfach spurlos in Belgrad, obwohl seine letzten Momente von Sicherheitskameras aufgezeichnet werden. Einige denken, da ist der Jogger. Er sei ertrunken. Andere glauben, er lebt noch. Ein kroatisches Model möchte ihn sogar in München gesehen haben. Im heutigen Video sprechen wir wieder über Matej Peris, der immer noch verschwunden ist, zu dem es aber neue Informationen gibt. Außerdem korrigiere ich Fehlinformationen aus dem letzten Video. Was ist passiert? Ich werde jetzt nur grob den Fall zusammenfassen und dann zu den Updates kommen. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Es kann auch sein, dass ich irgendwas Falsches reininterpretiert habe, weil der Tag ist lang und man kann viel reden. Aber er wird es auf jeden Fall jetzt kurz zusammenfassen. Wenn ihr das erste Video von mir zu Matej's Verschwinden noch nicht gesehen habt, solltet ihr das jetzt tun. Ich habe es euch rechts oben verlinkt. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Der 27-jährige Matej Peris aus Split ist am 30. Dezember 2021 mit 7 Freunden in Belgrad feiern gewesen. In einem Club namens Gotek. Der Abend verlief, den Aussagen der Freunde nach, ganz normal. Sie haben ein wenig getrunken, nicht zu viel und hatten auch keine Auseinandersetzung. Gegen 1.30 Uhr ist Matej alleine auf die Tanzfläche gegangen. Nichts Außergewöhnliches. Was aber merkwürdig war, ist, dass Matej nicht zurückkam. Auch nach längerer Zeit nicht. Deswegen haben die Freunde sich auf die Suche nach ihm gemacht, Matej aber nicht gefunden. Daraufhin sind sie zur Garderobe gegangen und haben gesehen, dass Matejs Jacke noch dort hing. Sie versuchten, ihn anzurufen, aber es gelang ihnen nicht. Langsam machten sie sich Sorgen und weil sie nicht wussten, wo er war, verließen sie das Gotek und machten sich auf den Weg zu ihrem gemieteten Apartment, in der Hoffnung, ihn dort anzutreffen. Aber Matej war nicht in der Wohnung. Die Freunde dachten sich, dass er schon nach Hause kommen wird, weswegen sie nicht direkt die Polizei angerufen, sondern sich erst einmal schlafen gelegt haben. Das ist aber auch immer das Ding. Du gehst mit 7, 8 Kollegen feiern, einer taucht nicht auf. Das ist dann schon so ein bisschen mysteriös, ne? Vor allem, wenn er an der Garderobe noch seine Jacke hängt. Ich denke mir so, okay, der will wahrscheinlich auch mit seiner Jacke gehen. Das heißt, da muss ja schon irgendwie was passiert sein, so. Wenn er auch nicht rangeht. Also ich würde mir als Kollege da auf jeden Fall Sorgen machen. Wie man da vorgeht, müsste man halt gucken mit den Kollegen so. Aber stell dir mal vor, einfach, du bist nicht in deinem Land, wo du dich auskennst, was weiß ich was, sondern in einem anderen Land, wo du neue Eindrücke sammelst. Wie willst du da vorgehen? Als das Bett von Matej am nächsten Morgen immer noch unberührt war, vergrößerten sich die Sorgen und die Freunde suchten die Straßen Belgrads nach ihrem vermissten Freund ab. Über mehrere Stunden gingen sie die Partymeile, die Sava und Gassen ab, aber konnten ihn nicht finden. Ihnen wurde bewusst, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, weswegen sie gegen 18 Uhr am 31. Dezember die Polizei alarmierten und ihren Freund als vermisst gemeldet haben. Die Polizei wertete Überwachungskameras in Belgrad aus und entdeckte Matej Peris auf mehreren Aufnahmen. Diese zeigen, wie der 27-Jährige zielstrebig durch die Straßen joggt,
denkt man sich auch, okay, man sieht einen, der läuft irgendwo hin. Und wenn dann schon jemand läuft, der ist ja nicht gelaufen, als würde ihn jemand verfolgen oder so. Da war er zu lässig am Laufen und nicht dieses, oh, okay, der guckt die ganze Zeit nach hinten, sondern das war halt so dieser lässige Lauf. Aber man merkt halt wirklich draus, dass er irgendwo hin wollte. Und da fragt man sich, wo wollte er hin? Wieso wollte er da hin? Und mit wem wollte er sich vielleicht treffen? Auf seinem Weg spricht er kurz mit einem Taxifahrer, rennt danach aber weiter. Sein Ziel, das Restaurant Savanova, das, wie der Name schon vermuten lässt, direkt an der Sava liegt, dem Nebenfluss der Donau, der durch Belgrad fließt. Letzte Aufnahmen zeigen, wie Matej runter zum Ufer der Sava geht. Dort gibt es einen Steg und viele vermuten, dass er von diesem Steg ins Wasser gefallen ist. Denn es gibt ein Video einer weiteren Kamera, das zeigt, wie ein großer Gegenstand durch die Sava treibt. Das Video ist aber so dunkel und die Kameraqualität so schlecht, dass man nicht erkennen kann, ob dieser große Gegenstand nicht vielleicht Matej ist. Also für mich sieht es auf den ersten Blick aus, als wäre das wirklich ein Mensch, der da schwimmt. Wie ist es für euch? Seitdem wird unaufhörlich durch kroatische und serbische Behörden und Freiwillige nach Matej Perisic gesucht. Bis jetzt wurde er nicht gefunden. Aber der Fall von ihm schlägt so große Wellen, dass tagtäglich unzählige Male über ihn und sein Verschwinden berichtet wird. Auch in sozialen Netzwerken und Foren wird der Fall heiß diskutiert und rezipiert. Dabei sind in den letzten Wochen viele Informationen ans Licht gekommen, einige von ihnen wahrscheinlich wichtig, andere Hirngespinste von Menschen, die den Fall bewusst oder unbewusst künstlich aufbauschen wollen. Im Folgenden werden wir auf diese Informationen eingehen. Vorher aber noch kurz zu zwei Korrekturen, auf die ihr mich in den Kommentaren hingewiesen habt. An dieser Stelle natürlich auch vielen Dank für die ganzen Hinweise und den Input in den Kommentaren. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er falsch gemacht? Matej Perisic ist natürlich nicht über eine Stunde durch die Straßen Belgrads gelaufen, sondern nur knapp 15 Minuten, bis er am Savanova angekommen ist. Ich habe diese Information aus der Informationsleiste der Überwachungsaufnahmen, habe diese aber nicht weiter geprüft. Hätte ich das getan, hätte ich herausgefunden, dass die auf der Kamera angezeigten Zeiten noch nicht von Sommer auf Winter gestellt wurden. Im letzten Video habe ich gesagt, dass man nichts über den Taxifahrer weiß. Aber der Taxifahrer wurde tatsächlich befragt. Dieser sagt, er habe Matej nicht mitgenommen, weil er schon einen Fahrgast im Auto hatte. Zudem soll er gesagt haben, dass Matej Perisic desorientiert gewirkt haben soll. Und er ihn, selbst wenn er nicht besetzt gewesen wäre, nicht mitgenommen hätte. Eine Information... Oh, Digga, das ist immer so... Digga, es ist irgendwie spannend, aber es ist auch zugleich derbe gruselig, weil man sich so denkt, hä, Bruder, was passiert da? Weißt du, ich meine? Ich frage mich dann immer so, was hat er genau gesagt, wie hat er sich genau verhalten, so. Die ich interessant fand, aber noch nicht einordnen kann, ist die, dass die Freunde mit ihren Autos von Split nach Zagreb gefahren sind, dort einen Kleinbus gemietet haben und weiter nach Belgrad gefahren sind. Ihre privaten Autos haben sie also in Zagreb stehen lassen. Kommen wir jetzt aber zu den neuen Informationen und Updates. Wir wissen, dass die Polizei hunderte von Stunden an Videomaterial aller Überwachungskameras auf der Route von Perisic und in der Nähe ausgewertet hat, um so den Abend besser rekonstruieren zu können und vielleicht Verdächtige ausfindig zu machen. Es gibt hierzu aber leider keine neuen Informationen. Zumindest von offizieller Seite nicht. Auf YouTube gibt es aber ein Video von einer Privatperson, die das Video von Matej, als er runter zur Sava geht, genauer unter die Lupe genommen hat. Er zoomt tief hin. Bruder, wie soll man da an was erkennen? Und meint, einen Beweis dafür gefunden zu haben, dass am Steg eine Person auf Matej gewartet hat. Also, dass er nicht alleine war. Ich blende das Video gerade im Hintergrund ein. Dieses kurz aufblitzende weiße Etwas soll die andere Person sein und der Beweis dafür, dass Matej nicht alleine war. Und dementsprechend Matejs Verschwinden kein freiwilliges war. Dadurch, dass das Video so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat auch die Polizei davon erfahren. Das Video und alle anderen wurden zu Experten gegeben und werden gerade genauestens überprüft. Mehr haben sie bisher aber noch nicht dazu gesagt. Aber da frage ich mich, Chat, der Typ war mit seinen Kollegen unterwegs. Die waren feiern. Er war auf der Tanzfläche, ist ohne Jacke die ganze Zeit gelaufen, über 2 Kilometer ist er gelaufen, an diesen Steg. Und da will er mir erzählen, dass er sich mit jemandem getroffen hat. Wie? Was ich meine, also wieso hat er sich da mit jemandem getroffen? Oder ist er zum Steg gegangen und da standen welche? Man weiß es nicht, das ist das Ding. Deswegen finde ich das immer so interessant, weil man kann da halt echt schon sehr krass drüber diskutieren. Natürlich wird auch unentwegt weiter nach Matej gesucht. Polizei, Taucher und Spezialeinheiten suchen die Gegend und Gewässer ab. Unterstützt werden sie auch von einheimischen Fischern.
Die Stelle, wo Matthäus vermeintlich in die Sava gegangen oder gefallen ist, wurde von Tauchern abgesucht. Zum Einsatz kam auch ein Sonarsystem, Wärmebildkameras und speziell ausgebildete Polizeihunde. Aber bisher gibt es keine Spuren auf Matthäus oder sein Handy. Deshalb wird die Suche bald auf die Donau ausgeweitet, die ungefähr 1 Kilometer vom Restaurant Savanovas entfernt liegt. Also die Sava mündet in die Donau. Aber leider waren die Wetterbedingungen für die Suche bisher auch eher hinderlich. In der Winterzeit fließt die Sava sehr schnell, fast 10 Kilometer pro Stunde. Und die Temperatur des Flusses lag bei 4 bis 5 Grad, wodurch man unter Wasser fast nichts sehen kann. Und sollte Matthäus wirklich ins Wasser gefallen sein, dann wäre er sehr schnell woanders hingetrieben worden. In die Donau sehr wahrscheinlich. Es gibt keine Beweise dafür, dass Matthäus in die Sava gefallen ist. Ey, wisst ihr, was ich mir gerade überlege? Versetzt euch mal in die Lage der Kollegen. Ihr seid zu 7 oder 8 unterwegs, wollt feiern oder keine Ahnung was. Und auf einmal plötzlich verschwindet einfach einer von euren Kollegen. Und bis heute ist dieser Kollege nie aufgetaucht. Er hat euch nie geschrieben. Er hat euch nie aufgeklärt, er hat nie aufgelöst, was passiert ist. Ich frage mich auf Ernst, wie fühlen sich wohl die Kollegen gerade in dem Moment, weißt du, ich meine? Das ist derbe gruselig, Digga. Und Gott bewahre, ich hoffe auf jeden Fall, dass keinem von uns sowas passiert. Trotzdem geht die Polizei von diesem Szenario aus und sagt, dass dieses Szenario mit jedem Tag, an dem Matthäus nicht gefunden wird, wahrscheinlicher ist. Matthäus Handy. Leider gibt es auch keine wirklichen Neuigkeiten zu dem Handy von Matthäus Perisch. Gäbe es diese oder würde es gefunden werden, wäre das wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Wir wissen nur, dass es ungefähr 2 Stunden, nachdem Perisch das letzte Mal auf der Kamera gesehen wurde, ein Signal in der Nähe der großen Kriegsinsel gegeben hat. Bruder, guck mal bitte, das ist ja Wald, Urgroßvater, ist ja nur Wald. Matthäus Vater, Nenad Perisch, sagt auch, er mache sich immer noch Gedanken über die Ortung des Handys. Zwar soll Matthäus ein neues Handy gehabt haben, mit dem er bis zu einer halben Stunde im Wasser bleiben könne. Aber das erklärt immer noch nicht, warum ungefähr 2 Stunden später ein Signal geortet wurde. Es könnte, die Betonung liegt auf dem Konjunktiv, ein Zeichen dafür sein, dass Matthäus noch lebt. Laut Polizei können sie aus technischen Gründen nicht auf die Mobilfunkdaten, darunter auch Chats und Kartenfunktionen, zugreifen. Würde das Telefon gefunden werden, wäre es natürlich viel einfacher, an die Daten zu gelangen. Erwähnenswert sind auch die vielen Spekulationen in verschiedenen Foren und Kommentarspalten über die Anzahl der Leute, die Matthäus Perisch bei Instagram abonniert haben. Einige Leute sagen, dass dies ein Beweis dafür wäre, dass er noch lebt. Weil wie sollte es sonst sein, dass er 9 Leuten folgt? Das könnte natürlich sein, ist aber leider sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Matthäus diesen Leuten eine Abo-Anfrage geschickt hat und diese die Anfragen erst nach seinem Verschwinden angenommen haben. Stell dir mal vor, der würde jetzt irgendwie eine Story posten oder so. Aber halt irgendwie nur eine normale Story, wo man nichts sieht. Das wäre gruselig. Weil dann würde man sich denken, okay, der muss ja noch leben. Nur die Frage ist wo. Zum Verständnis. Bei Instagram kann man entweder ein öffentliches oder privates Profil haben. Vielleicht hat er im Club was in sein Getränk bekommen. Kann auch sein. Öffentlichen Profilen kann man einfach so folgen. Privaten Profilen muss man erst eine Anfrage schicken. Und diese müssen sie genehmigen, damit das Profil abonniert werden kann. Hier ein kurzes Zitat. Einige Leute haben die Theorie, dass er am Leben ist und dass sich die Anzahl der Menschen, denen er folgt, ändert. Und tatsächlich hat Matthäus möglicherweise jemanden eine Freundschaftsanfrage geschickt, bevor er verschwand, sodass diese Person sie gerade erst akzeptiert hat. Aber das ist noch nicht alles. Erst vor kurzem ist einer Zeitung, die in jeder Instagram-Story Perisch markiert hat, aufgefallen, dass Matthäus Perisch ihre Story angesehen hat. Das ist gruselig. Das ist derbe gruselig. Also das mit der Abo-Anfrage, das kann man easy beantworten. Es kann entweder sein, dass er wirklich auch lebt und wirklich Leuten folgt, weil er halt, oder also, ich sag mal so, dadurch, dass sich die Abo-Zahl verändert hat, kann es ja wirklich sein, dass er wirklich noch lebt, ne? Aber, wovon ich noch krasser ausgehe, es kann ja wiederum auch ein Fehler sein, dass dementsprechend die Abo-Anfragen später angenommen wurden, wie er das schon erklärt hat. Aber, dass jemand die Story guckt, Bruder, das kann man ja nicht irgendwie verfälschen, weiß ich mein. Also am Ende des Tages ist das ja der größte Beweis dafür, dass er noch lebt. Und das ist gruselig. Er guckt einfach Stories von irgendjemandem, aber meldet sich nicht zu Wort. Sein Account kann auch gehackt werden, ja, das kann auch gewesen sein, dass vielleicht sein Account gehackt wurde. Auch hier kurz zum Verständnis für die Leute, die Instagram nicht haben und nicht wissen, wie das funktioniert. Wenn man bei Instagram eine Story erstellt, kann man sehen, wer sich die Story angeguckt hat. So könnte das ein Lebenszeichen sein. Wahrscheinlicher ist aber,
dass die Polizei sein Instagram-Profil durchstöbert hat, auf der Suche nach Hinweisen und die Story angeklickt hat. Wenn nicht, dann wäre es ein Grund zur Hoffnung. In beiden Fällen müsste Matej Perisch ein neues Handy und eine neue Nummer haben, da die Behörden sein Handy sonst orten können. Weitere Neuigkeiten. Ich finde das derbe interessant, Digga. Derbe interessant. Was das Ganze noch interessanter macht, ist, dass das Ganze am 31.12.2021 passiert ist. Also das Ganze ist ja noch relativ aktuell. Wisst ihr, ich meine, das ist kein Fall vor 4, 5 Jahren. Es ist ein Fall vor ein paar Monaten. In den letzten Wochen haben den Vater von Matej auch viele fragwürdige Personen kontaktiert. Darunter Hellseher und Mentalisten, die ihm Orte genannt haben, wo er sich lebendig verstecken soll. Einer von ihnen sagte mir nur, ich solle meinem Sohn in einem zweistöckigen Haus in der Nähe des Donau-Theiß-Donau-Kanalsystems suchen und dass Matej dort im zweiten Stock ist und dass es ihm gut geht. Daraufhin betont Nenad, dass es wichtig sei, dass nur Fakten veröffentlicht werden und nicht zu viel spekuliert wird, da es die Arbeit der Polizei behindern wird. Ich würde die Leute bitten, keine Lügen zu erzählen, weil die Polizei sie später richtig rücken muss. Seien wir ehrlich, ich laufe nicht vor der Wahrheit davon, was auch immer sie sein mag. Ich bin Tippfehler, immer mit ein R. Bereit, alles zu ertragen, um herauszufinden, wo mein Matej ist. Mir ist auch bewusst, dass viel Zeit vergangen ist, aber als Vater habe ich die Hoffnung, dass mein Sohn noch lebt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber als Elternteil, solange es nur einen Funken Hoffnung gibt, glaube ich daran, dass er noch lebt. Die Frage, die sich die Ermittler gestellt haben, ist die, warum Matej Perisch zielstrebig zum Savanova gerannt ist. Die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Warum ist er dahin gelaufen? Das waren am Ende des Tages 2 Kilometer vom Club aus. Und warum ist er so zielstrebig genau dahin gelaufen? Was wollte er da? Eine Antwort darauf könnte ein vermeintliches Treffen gewesen sein, weswegen sie nach Personen gesucht haben, die einige Zeit vorher noch Kontakt zu Matej gehabt haben. Bei den Ermittlungen sind sie auf eine Frau aus Herzegowina gestoßen. Diese Frau haben Matej und seine Freunde anscheinend an einer Tankstelle auf dem Weg nach Belgrad kennengelernt. Matej und sie haben Nummern ausgetauscht und sogar miteinander geschrieben. Die Kommunikation ist aber am Abend des 30. Dezember abgebrochen, als Matej in die Stadt gegangen ist. Es ist immer noch unbekannt, ob er irgendwelche Vereinbarungen mit dem Mädchen getroffen hat. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden sich auf ein baldiges Wiedersehen geeinigt haben. Als die Frau gehört hat, dass Matej verschwunden ist und ganz Kroatien und Serbien nach ihm suchen, soll sie erschüttert gewesen sein. Zwar weiß man noch nicht, ob ein Treffen vereinbart wurde, aber da die Ermittler wissen, wer die Frau ist und sie überprüft haben, kann man davon ausgehen, dass sie nichts mit dem Verschwinden von Matej zu tun hat. Ihn hat vielleicht jemand verfolgt und wollte ihn umbringen. Da ist aber auch wieder die Frage, warum, weiß ich mein. Also was muss er wohl getan haben, dass ihn jemand verfolgt und einfach umbringt? So. Die letzten Aufnahmen waren ja vom Ding her, die am Ufer. In den Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er halt sehr stark besoffen war oder sehr stark unter Alkoholeinfluss stand, dass er vielleicht in dieses Ufer gefallen ist, weil er dahin wollte, keine Ahnung, vielleicht. Man weiß ja nicht, was er da machen wollte, aber dass er am Ende des Tages vielleicht reingefallen ist und dann ertrunken ist irgendwie. Dann müsste man ihn ja auch theoretisch irgendwo finden. Der Hobbydetektiv ist auch die Schwester eines Freundes von Matej gerückt. Die Frau, über die in den letzten Wochen unzählige Beiträge gepostet wurden, heißt Maja Sopta. Maja ist 31 Jahre alt und nicht nur die Schwester eines Freundes von Matej, sondern auch eine Freundin von Matej, die am 30. Dezember in Belgrad war. Sie war die letzte Kontaktperson von Matej Perisch. Oder besser gesagt, sie war die letzte Person, die Matej versucht hat anzurufen. Anfänglich wurde behauptet, dass Maja den Anruf, der um 22.39 Uhr bei ihr eingegangen ist, entgegengenommen hat. Matej wegen der lauten Musik im Club aber nicht verstehen konnte. Doch nachdem weitere Gerüchte über sie und ihre vermeintliche Beteiligung an Matejs Verschwinden geschrieben und sie und ihre Familie belästigt wurden, meldete sie sich zu Wort. Sie sagte, dass sie den Anruf entgegengenommen habe. Sei nur ein Gerücht. In Wahrheit hat sie den Anruf verpasst. Maja sei am 27. Dezember gegen 21.30 Uhr nach Belgrad gekommen und hätte bei einem Freund geschlafen. Am 28. sei sie essen gegangen und danach wäre sie krank geworden. Am 30. sei sie mit einem Freund zum Mittagessen ins Barbarogga gefahren. Noch bevor sie das Restaurant betreten hat, habe Matej sie angerufen. Aber weil das Handy auf dem Rücksitz lag, ist sie nicht drangegangen. Und hat ihn auch nicht zurück. Das Handy war auf dem Rücksitz.
Wem willst du das erzählen? Bro, das glaube ich jetzt nicht. Stattdessen hat sie ihm eine Nachricht auf Instagram geschickt und ihn gefragt, mit welchen Freunden er nach Belgrad gekommen ist, weil sie dachte, dass vielleicht ihr Bruder auch dabei sei. Auf die Instagram-Nachricht habe er ihr nicht mehr geantwortet. Und anscheinend, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, wird ihr eine Beteiligung am Verschwinden Matthäus nur aufgrund dieses Anrufs und ihrer Körpersprache in einem Interview nachgesagt. Das ist nicht viel. Gegen eine Beteiligung am Verschwinden von Mattei Peres sprechen jedoch starke Beweise. So hat sich Maya sofort bei der Polizei gemeldet, als sie vom Verschwinden erfahren hat. Zudem hat sie ihr Handy abgegeben und einen Lügendetektortest gemacht, den sie auch bestanden hat. Aber jetzt ist die Frage, diese Lügendetektortest, klappen die wirklich, Digga? Dazu kommt auch noch, dass sie unter der Beobachtung der Polizei steht. Und Belgrad ist voller Sicherheitskameras, die von ihnen ausgewertet wurden. Und Maya wurde auf ihnen nicht gesichtet. Also eigentlich spricht alles, außer ich habe irgendeine kroatische Quelle übersehen, für die Unschuld Majas. Trotzdem wird sie nicht in Ruhe gelassen und jeden Tag terrorisiert. Wir durften uns wegen der Ermittlung nicht öffentlich äußern, uns nicht einmischen. Aber ich habe die Lügen satt. Sie belästigen meine Mutter zu Hause, belagern mein Haus und die Schule, an der ich unterrichte. Sie fügt noch hinzu, dass sie alles dafür tun würde, um Matej zu finden. In den letzten Tagen machte ein kroatisches... Klappt, außer du bist extrem gut darin, dich sehr extrem zu beherrschen. Krass, also Lügendetektor, habe ich immer das Gefühl gehabt, wieso soll das funktionieren oder wie funktioniert überhaupt ein Lügendetektor? Dachte ich mir so. Jetzt die Frage, da muss ja schon krass sein, wenn du dich so heftig beherrschen kannst, dass eine Lüge quasi als Wahrheit verpackt wird. Model, das in München lebt, Schlagzeilen. Sie behauptete in einem Post, dass sie in der Münchner Innenstadt einen Mann gesehen habe, der genauso aussah wie Matej Peres. Dieser Mann soll an einem Geldautomaten gestanden und Geld abgehoben haben. Danach sei er zum Mandarin Oriental Hotel gegangen. Unter dem Post fragte sie die Leute noch, wie groß der vermisste Mann aus Split genau sei, weil sie sich sicher sei... Ah, okay, die hat wahrscheinlich dann, wenn sie eine Antwort bekommen hat, erstmal nachgemessen, als sie neben ihm stand. ...der Mann wirklich Matej Peres war. Ich habe gerade eine Person getroffen, die genauso aussieht wie er. Dreimal in der Münchner Innenstadt. Der Vater von Matej hat davon erfahren und es an die serbische Polizei weitergeleitet. Diese soll sich schon an die kroatische und deutsche Polizei gewendet haben. Nenad Peres fügt noch Folgendes hinzu. Auf die Sichtung in München habe ich noch keine Antwort. Junge, schon wieder ein Schreibfehler. Wann hat er, also schon wieder ein Tippfehler. Wann hat er das Video bearbeitet? Um 5 Uhr morgens? Keine Antwort. Ich kann nur sagen, dass Matthäus Reisepass und sein Personalausweis bei mir zu Hause in Split sind. Das lässt mich vermuten, dass die Person nicht Matthäus ist. Weil ich wirklich nicht weiß, wie Matthäus es geschafft haben soll, ohne Personaldokumente von Belgrad. Personal. Und das sind alle neuen Informationen, die ich gefunden habe. Sollte ich noch Informationen vergessen haben, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Auf Theorien wie die, dass in dem Kleinbus, den die Freundin Zagreb gemietet haben, Drogenspuren gefunden wurden, genauer gesagt Speed, bin ich extra nicht eingegangen, weil ich dazu keine Quelle gefunden habe, die das wirklich bestätigt. Wenn ihr eine habt, schickt mir diese gerne per E-Mail an insolito.yt@gmail.com. Sollte es Neuigkeiten im Fall von Matej... Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Stell dir mal vor, Digga, Bruder, der Typ lebt einfach noch und hat sich einfach versteckt, also ist einfach untergetaucht. Schaut einfach auf Undercover Stories, aber meldet sich nicht zum Dienst, Digga. Das Ding ist, es ist halt gruselig, wenn man überlegt, ne? Dass diese ganzen Verschwinden und sowas auch heutzutage noch passieren. Man hätte vielleicht gedacht, okay, sowas gab es damals, dass irgendwelche Leute verschwinden und was weiß ich was und nicht mehr auftauchen nach einem Disco-Besuch. Aber das gibt es wortwörtlich einfach immer noch heute. Und dieser Fall war einfach das perfekte Beispiel dafür. Deswegen, wenn ihr im Club sein solltet und merkt einfach, okay, ihr könnt jetzt nicht... Das Ding geht schneller, als man denkt. Ihr seid im Club, achtet nicht auf euer Getränk, irgendjemand füllt euch was ins Getränk ein, ihr werdet bewusstlos oder ihr seid berauscht und die Person schleppt euch dementsprechend ab. Und was dann passiert, weiß man am Ende des Tages nicht. Da habt ihr gar keinen Eingriff mehr. Deswegen bei sowas immer aufpassen und ich bin allgemein nicht der Fan vom Feiern oder vom Alkohol. Merkt euch das.